Herzlich willkommen zu einem neuen Review-Video zu einem Chipsatzkühler von Silence. So sieht er aus. Zuerst einmal das Unboxing. So ein Chipsatzkühler kann für ältere Chipsätze ganz interessant sein, wenn man übertakten möchte. Allerdings die vom Mainboard-Hersteller montierte Kühllösung nicht überzeugt, wie das jetzt in meinem Falle der Fall ist. Und dieser Kühler hier bringt sogar einen kleinen 40 mm Lüfter mit. Wie laut dieser sich dreht, wird sich dann noch zeigen müssen. Aber er dürfte eine deutlich bessere Kühlleistung aufbringen können als so ein kleiner Passivkühler. Das Ganze nennt sich hier Northbridge Cooler vs. Fan. Eine genaue Bezeichnung finde ich hier jetzt gerade nicht. Nur eben so eine Item Number. So wird das Ganze eben bezeichnet hier von Silence. So, ich mache die Verpackung jetzt mal kurz auf. So. So, ich gehe mal hier auf diesen Karton ein. Hier stehen nämlich noch ein paar technische Eigenschaften drauf. Sowohl der Lüfter als auch der daran befestigte Kühler sind 40x40 mm groß. Und das Ganze ist 45 cm hoch. Dann wird das Ganze mit 12 Volt standardmäßig betrieben und wiegt etwa 80,5 Gramm. Man kann es aber auch mit 7 Volt betreiben, das ist die Startspannung, die Silence hier angibt. Und die Leistungsaufnahme soll unter 1 Watt liegen, also da kommt dann nicht viel hinzu zur gesamten Leistungsaufnahme des Rechners. Ansonsten muss man hier eigentlich nicht mehr allzu viel wissen. Hier steht auch noch was drin. Aha, Bauteilübersicht. Eine kleine Installationsanleitung. Und zwar mit Klebeband. Okay, es gibt ein wärmeleitendes Klebepad. Oder mit Pushpins das Ganze befestigen. So. Gucken wir mal, was zum Kühler alles dazugehört. Ich hole jetzt einfach mal alles hier raus. Die Verpackung hier kann scharfkantig sein. Also Obacht bitte. So. Was wir haben, ist so ein doppelseitiges wärmeleitendes Klebepad vom Hersteller 3M. Was wir noch dazu bekommen, ist ein bisschen weiteres Zubehör. Einmal hier eine Wärmeleitpaste sowie Pushpins, ja, wie man das auch von diesen Intel-Stockkühlern kennt, und noch zwei Metallbügel, die sowohl mit dem Kühler als auch mit den Pushpins verbunden werden. Die stellen dann die Verbindung her zwischen den beiden Elementen. So, und das ist der eigentliche Chipsatzkühler. Naja, er passt halt nur auf einen Chip. Also eigentlich ein Chipkühler. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist noch so ein Adapter befestigt. Ja, das Ganze kann man nicht nur an einen standardmäßigen dreipoligen Lüfteranschluss am Mainboard befestigen, sondern auch per Molex anschließen. Ah, jetzt ist das Kabel hier so lang. Da muss ich noch mal schauen, weil ich wollte ihn direkt zur Northbridge liegenden Lüfteranschluss befestigen. Und das Kabel ist aber ganz schön lang dafür. Da muss ich noch mal schauen, ob man das vielleicht kürzen kann. Also mit Kabelbinder. Okay, so viel hier schon mal dazu. Okay, gut. Ja, so sieht das dann eben aus. So, und nun zur Montage. Und zwar, ich habe mir dazu auch noch mal ein Video angeschaut.
sodass ich auch jetzt ungefähr weiß, was mich erwartet. Das ist dem, auf dem der Silence-Chipsatzkühler montiert werden soll, ist dieses Mainboard. Und zwar ein MSI 970A G43. Ich zoome etwas heraus. Mit AMDs 970 Northbridge und der 950 Southbridge. Hier sitzt die Northbridge drunter unter diesem winzig kleinen Kühlkörper. Und hier die Southbridge. Die Northbridge wird bei diesem Mainboard über 70 Grad heiß. Und das ist nicht mehr normal. Aber bei einer TDP von 13,6 Watt für die Northbridge, die hier drunter sitzt, kann das mit so einem kleinen Kühlkörper nicht gut gehen. Da hätte MSI eigentlich selbst schon drauf kommen müssen. Ja, deswegen möchte ich diesen Kühlkörper gegen den Silence-Kühler gleich austauschen. Ja, für so einen Einsatzzweck bestens geeignet. Ja, die Northbridge und die Southbridge sind noch im alten 65 Nanometer Herstellungsprozess gefertigt. Ja, aktuell sind ja 14 Nanometer oder 12++ Nanometer. Allerdings ist diese Plattform hier aus dem Jahre 2011. Und da gab es Prozessoren mit 32 Nanometer von Intel und AMD zu kaufen. Hier sitzt auch ein Prozessor im Sockel, ein AMD Bulldozer FX4100 mit einem Standard. Nein, vergesst das, was ich gesagt habe. Den habe ich auch, den FX4100, aber hier sitzt ein leistungsfähigerer Prozessor, also von der Leistungsaufnahme her gesehen, drunter. Aber der dürfte auch gegenüber dem Bulldozer FX4100 etwas mehr Performance bieten. Das ist nämlich ein alter Tuban von AMD, ein Phenom 2X6 1090T mit 6 Kern, kombiniert mit 2x2 GB RAM zum Testen. Darum geht es jetzt aber nicht. So, jetzt muss erst einmal hier der Kühlkörper von der Northbridge runter. Zusätzlich habe ich hier auch nochmal Spannungswandler, Kühler auf die VRMs geklebt, um die etwas kühler zu halten, gerade auch bei einer CPU mit einer TDP von mal eben 125 Watt, ne? Also, hier ist die 970 Northbridge. Das Einstiegsmodell aber mit 13,6 Watt Leistungsaufnahme. Gut, dann nehme ich mir die Zubehörtüte zur Hand, um dort die Pushpins und die Metallstege rauszuholen. So. Die Wärmeleitpaste kann man auftragen, wobei ich das, glaube ich, nicht mache. Ich nehme die Arctic MX2. So. Gut, und zwar sind hier solche Einkerbungen, die sind tatsächlich auch für diese Dinger hier gedacht. So, dass man die hier so reinschiebt. Das macht erstmal einen sehr, sehr fummeligen Eindruck. Und auch nicht einen wirklich haltbaren. Dann nimmt man die Pushpins und dann kommen die hier so, hätte man vielleicht vorher machen können, hier so rein in die Löcher der Metallstege. Fehlt der andere noch? Gut. Ja, das war mein Handy. Und dann kann das an für sich auch schon montiert werden. Ist euch was aufgefallen? Ich habe da noch keine Wärmeleitpaste aufgetragen. Einen Moment. Ja, das artet ja hier zu einer lustigen Farbgestaltung aus. Ja,
Aber der Chipsatzkühler ist jetzt montiert. Ich war mal so frei, das Kabel auch schon anzuschließen und per Kabelbinder zusammenzubinden. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was der Northbridge-Kühler nun für eine Maximaltemperatur entwickelt. Vorher mit dem knipsigen Passivkühler waren es, wie gesagt, über 70 Grad. Und mit dem Silence-Aktivlüfter dürften es wahrscheinlich schätzungsweise um die 40 Grad sein. Dann noch zum Schluss einen kurzen Blick ins UEFI des MSI Mainboards riskiert. Und unter Mainboard System Temperature wird die aktuelle Temperatur des Northbridge Chips ausgelesen. Es sind in dem Falle 28 Grad. Sogar deutlich besser, als ich eigentlich gedacht hatte. Ich habe ja 40 Grad geschätzt. Die CPU ist in diesem Falle ein AMD Phenom 2X6 1090T, der von einem EKL Alpenfünn Brocken zurzeit auf 30 Grad gehalten wird. Und der dreht mit etwa 820 Umdrehungen in einer Minute. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das Surren des Lüfters hören könnt. Ich nehme jetzt zurzeit über das Mikrofon in meiner Webcam auf. Die müsste das eigentlich auch auffangen können, das Surren. Wenn ich den Lüfter jetzt mal anhalte, mal sehen. Dann ist nur noch ein ganz leises Rauschen wahrnehmbar. Gut, man sollte jetzt sehen, dass die Mainboard-System-Temperatur langsam ansteigt, weil ich auch die Lüfter angehalten habe. Aber unter 30 Grad ist auf jeden Fall mehr als zufriedenstellend. Der Lüfter des Chipsatzkühlers kann ja auch mit 7 Volt betrieben werden. Und dann kann man den ja noch ein bisschen leiser dadurch auch machen. Ja, wäre ja auch eine Option. Aber ich denke mal, mit der ganzen Hardware, die ich dann zusammen in das Cooler Master Elite 430 Gehäuse verbauen werde, wird man den Chipsatzkühler wahrscheinlich dann nicht so raushören können bei 6 Lüftern, die ich in das Gehäuse einbauen möchte. Weil ich noch so viele Lüfter hier rumliegen habe und nicht weiß, wohin damit. Das sind ganz viele Arctic F12 Lüfter. Die könnte ich dann alle in das Cooler Master Gehäuse verbauen. Zurzeit habe ich eine passiv gekühlte Asus Radeon HD 5450 auf dem Mainboard installiert. Damit man überhaupt eine Grafikkarte für die Bildausgabe hat. Ja, die heizt sich schon jetzt ganz gut auf. Aber erzeugt keine Geräusche wegen der Passivkühlung.